Schau, schau, schau! Die Leute von ATV. Eine Interviewreihe von Charlie aus Wien. Heute zu Gast Martin, der naturverbundene Schafbauer aus Niederösterreich. Bekannt aus der ATV-Sendung Bauer sucht Frau. Werte Gäste, es ist wieder soweit, eine neue Sendung auf unserem YouTube-Kanal Charlie aus Wien unter dem Motto Schau, 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 die Leute von ATV. Und wir dürfen heute wieder zu Gast sein im Gasthaus Schauflinger in Reich-Ramming. Und heute zu Gast bei uns aus der aktuellen Staffel Bauer sucht Frau Staffel 20 unseren sehr interessanten Bauern Martin. Servus Martin. Servus, grüß dich. Ja Martin, jetzt erklär mal, wie bist du zur Bauersuchtfrau gekommen eigentlich? Naja, angefangen hat es so, dass ich im April 2021 mich selber beworben habe bei ATV. Ich habe dort also ein Bewerbungsvideo auch hingeschickt, ne, und geriert haben sie sich eigentlich im Endeffekt bis heuer im Februar überhaupt nicht mehr. Auf einmal Leute Telefon und sagen sie, ja, da Bauer sucht Frau, willst du noch mit tun, ne? Dann habe ich gesagt, ja, passt, ich tue mit. Ne? Na, sind dann zwei gekommen. Und ja, in den Hof haben wir auch irgendwas gefilmt. Meinen Schaf beim Fuhren auf der Acht und so. Ne? Das war, und aufgrund dessen bin ich dann wahrscheinlich genommen worden. Ne? Aber, ja, und die Frauen, die was dann zu dir gekommen sind, hast du die ausgesucht oder wie hat sich das zugetragen? Die hab dann eigentlich ich ausgesucht, ja. Stehen da die da 20, 30 Frauen vor und du musst da welche aussuchen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, das sind vier Kandidatinnen und ich hab mir eigentlich zwei dann ausgesucht. Zuerst sind einmal drei gewesen und von den drei habe ich mir eigentlich eine ausgesucht. Ja genau, das war Nadja. Und dann eine nachgekommen und die habe ich dann auch noch mal genommen, ja genau. Naja, von vier nur zwei aussuchen ist aber eh nicht so viel. Nein, ne? Ja. Na, wenn du den Nadja hast, brauchst du nichts mehr anders. Naja, genau. Das reicht eh schon. Nicht? Und das hat eigentlich im Endeffekt dann gut gepasst auch. Gut Martin, und man hat ja gesehen gleich in der zweiten Folge, wo dir die Nadja einen tollen Kalender präsentiert hat. Ja, genau, ja. Das war ein super Geschenk, oder? Ja. Was denkt man sich da dabei, wenn man sowas sieht? Aber ja, man denkt, also auf der einen Seite Hut ab von der Nadja, weil ich glaube, ich hätte mir das nicht getraut, gleich so wildfremd. Naja, aber wenn man solche Bilder da sieht, ja. Das ist ja super, die, oder? Ja, das sind wirklich sexy Fotos, was da gemacht hat. Schön, schön. Sonn- und Feiertage und nichts. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Das stimmt. Das kann man, so eine Frau kann man sich nur wünschen. Mhm. Ja, da hast du den Lotto 6er gemacht. Nein, weil da weiß man eigentlich gleich, woran man ist. Ne? Weil da sieht man es gleich. Ja, und du hast dich in dieser Zeit sehr wohl gefühlt mit den Damen. Kann man ja, das so sagen? Ja, auf alle Fälle. Nein, das hat wirklich super gepasst. Und wenn du das jetzt Revue passieren lässt, während die Dreharbeiten ist sich das alles ausgegangen, Schaf betreiben und ich kenne das ja beim Fernsehen, wie viele Szenen man da macht und so. In der Früh war es kaputt, weil sie erst später gekommen sind, da habe ich in Ruhe alle meine Arbeit machen können, also von dem her hat es super gepasst. Ein paar Bekannte, na, die haben mir halt da geschwind geholfen und ich habe geschwind ein wenig Anweisungen gegeben nebenbei und das ist dann auch relativ also schön gegangen. Also irgendwie ist es halt trotzdem es ist gegangen, gegangen, ja. Ja, grüß euch alle miteinander mal. Zu meiner Linken habe ich die Nadja. Hallo! Und zu meiner Rechten habe ich die Karin. Und möchtest du noch andere Formate auch machen? Ja, ich meine, da jetzt, weil die Fragerei und so, das hat mir irgendwie gar nichts mehr ausgemacht nachher im Endeffekt. Schaust du ATV generell? Oder? Ja, eigentlich. Oh ja, jetzt fällt es mir aber rein, weil die Tracker Babes haben es da auch über einen Sonntag gemacht. Die habe ich mir auch schon ein paar Mal angeschaut. Na, ne? Kommt ja was, ne? Tracker Babes, coole Sendung. Ja, Martin, wenn du jetzt da die Wochen so Revue passieren lässt, was alles so geschehen ist, wie siehst du das aus deiner Warte? Also, ich bereue es nicht, dass ich mich beworben habe. Ich habe da komplett freien Handlungsspielraum gehabt. Ja, es ist alles von mir gekommen. Was man halt
wissen muss, Alpakas sind Herdentiere mit einer fixen Rangordnung. Geronimo ist der Chef der Herde, also der geht auf jeden Fall vorn, der Charlie geht hinten. Okay. Jetzt glauben viele, dass wir ein Drehbuch haben und oft dem Drehbuch folgen müssen, aber das ist eben nicht so. Ja. Wir werden sehen, was wir noch alles erleben werden mit dir. Nicht? Vielleicht, wenn es denn die Sendung so geil ist, Österreich. Nicht? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Erotisches Ausstrahlung hast, Bauch hast du auch keinen, bis du mit deiner kurzen Leder hineingekommen bist, weißt du schon ein fester Zopfen. Nicht? Und wie man sieht, du taust immer mehr und mehr auf. Zuerst einmal glaubt, das ist so ein schüchterner Bauer, der hat ja ganz fast dick hinter dir überwachsen. Äußerlich würde ich dich ja ansprechen, sexuell ansprechen. sagen wir es jetzt einmal so richtig gerade raus. Ja? Da habe ich kein so ein Problem damit. Komm her mal, Speckgebärli, komm her. Name, schaut es mit einem Urlaub aus? Urlaub habe ich eigentlich auch überhaupt noch nie gemacht. Noch nie? Nein. Bist du nie, ja, habe ich auch gehört, bist du noch nie wohin geflogen? Nein, geflogen schon gar nicht, nein. Mit Reisen hab ich nicht so. Also, bist du schon mal wohin geflogen? Nein, geflogen bin ich auch noch nichts. Außer mit einem Hubschrauber mal eine kleine Lokalrunde, aber sonst ist eigentlich nichts. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir kann das Meer reizt mich irgendwie nicht so. Ja, du willst lieber in Österreich Urlaub machen. Dann darf ich wirklich in Österreich Urlaub machen. Immer doch, die landen mir auf eine Woche nach Thailand. Ich glaube, da kannst du mich nicht recht reizen damit. Na gut, Martin, dann sage ich danke für das Interview und dann habe ich da für dich mitgebracht an Charlie aus Wien, weißen Wein. Okay. Für dich ganz speziell. Sag einen schönen Dank fürs Interview. Ja, danke dir. Montag 9.15 Uhr in unserem YouTube-Kanal Charlie aus Wien. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss, pfiat euch.